Das Wort bekommt Herr Ritter. Ja, ich habe mit vielem gerechnet, aber was Herr Tappert gesagt hat, muss doch, darf nicht unerwähnt oder unreflektiert bleiben. Also, das eine ist der Koalitionsvertrag, das zweite ist das Handeln da draußen. Ich möchte noch mal eindeutig feststellen, egal was im Koalitionsvertrag stand, unsere Justizministerin Frau Leuthäuser-Schnarrenberger in der Koalitionszeit zwischen Schwarz und Gelb hat gekämpft wie ein Löwe und hat praktisch über 4 Jahre verhindert, dass die Vorratsdaten... Herr Ritter, einen Moment bitte. Meine Damen und Herren, es ist erfreulich, wenn sich der Saal wieder füllt. Aber bitte setzen Sie sich doch ohne weitere Gespräche einfach hin. Herr Ritter, Sie haben das Wort. Wenn ich ergänzen darf, das hängt sicherlich mit meiner Rede zusammen, dass der Saal sich wieder füllt. So, Herr Tappert, jetzt noch mal zu Ihnen. Also, unsere schwarz-gelbe oder unsere gelbe Justizministerin, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, hat 4 Jahre dafür gekämpft, dass diese Vorratsdatenspeicherung, und das kommt vor allem durch ihr Handeln, dass sie nämlich dafür gesorgt hat, dass die Vorratsdatenspeicherung nicht eingeführt wird. Und das ist ein Erfolg, den möchten wir jetzt mal festhalten. Zweitens hat Herr Justizminister Maas, der jetzt in der Großen Koalition die Fäden in der Hand hat, mal kurz aus dem Fenster, aus dem Erdloch rausgeschaut und gesagt, okay, das mache ich ungefähr so wie meine mächtige Vorgängerin. Aber dann kam der Bundesinnenminister und schon war Herr Maas wieder klein und geht wieder auf Linie, wie mit der CDU besprochen und wie praktisch die CDU das möchte. Also wir fordern nochmal die SPD in Hamburg auf, setzen Sie sich auf Bundesratsebene dafür ein, dass wir nicht erst warten, bis das EuGH-Urteil kommt, sondern dass Sie praktisch jetzt die Vorratsdatenspeicherung verhindern. Und ich möchte das Ganze harmonisch verändern mit einem Zitat: Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren, meine Damen und Herren. Vielen Dank.